Herzlich willkommen zu einem Career Checkpoint. Heute mit Heini Staudinger, Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Herzlich willkommen im Kurierstudio. Danke für die Einladung. Ja. Sie haben ja österreichweit seinerzeit für Aufsehen gesorgt, dass Sie sich mit der FMA angelegt haben, mit der großen Finanz in Wien. Ja. Ich meine, das war ja Aufregung genug. Warum tun Sie sich das jetzt noch an und sagen, okay, jetzt möchte ich einmal das auch ausprobieren bei der Wahl, um den Bundespräsidenten dabei zu sein? Das damals war eine Mordsaufregung, in die ich unabsichtlich eingeschlittert bin. Ich würde sagen, aus Notwehr meine Firma über Private, über Freunde, Verwandte und Mitarbeiter finanziert und nicht über Banken. Und dann hat mir die Finanzmarkt vorgeworfen, ich mache Bankgeschäfte ohne Lizenz. Mhm. Und das ist mit bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Und das ist mir am Anfang ganz schön im Magen gelegen. Und dann hat die Finanzmarktaufsicht gesagt, ich soll das in 6 Wochen zurückzahlen. Und dann habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage, da ist meine Firma kaputt. Und so gesehen habe ich das da, was ich da habe müssen. Und das hat meiner Firma gut da und nicht nur mir, weil nach 3,5 Jahren Streit haben wir in Österreich dann ein neues Gesetz gekriegt. Das heißt das alternative Finanzierungsgesetz. Genau. Und das besagt, dass alles, was mir verboten war, jetzt allen erlaubt genau. ist. Genau, da ist dieses Crowdfunding dann gekommen, dass wir gesagt haben, okay, genau. So wie es da gemacht wird, können andere auch, können sich Geld bald besorgen. Und das nutzen jetzt tausende Firmen in Österreich und sie sind nicht mehr illegal seit damals, sondern legal. Genau. Da bin ich froh, dass ich Wegbereiter war. Genau, und warum haben Sie sich jetzt entschlossen, ich kandidiere um das Amt des Bundespräsidenten? Wir sind eigentlich eh schon mitten im Thema und zwar... Ja. Ich habe mein ganzes Leben quasi von Geburt an in Kleinbetrieben verbracht und habe gearbeitet und habe darin immer mich bemüht, einen Sinn nicht nur für mich, sondern für die Beteiligten, für die Mitarbeiter und auch für die Umgebung zu entwickeln. Und ich finde, dass die Rahmenbedingungen, in denen Kleinbetriebe heutzutage agieren müssen, eine Gemeinheit sind. Und zwar, jeder Wiffe-Hauptschüler weiß schon, dass die Konzerne entweder gar keine Steuer zahlen oder fast keine Steuer zahlen. Und die größte Sauerei war, dass die Digitalkonzerne bis 22 Euro nicht einmal die Mehrwertsteuer verrechnen haben müssen. Und unter diesem unfairen Wettbewerb sind zehntausende Klein- und Mittelbetriebe ins Grund gegangen. Und die gängen uns jetzt ab. Denn wir sind nicht nur von Gas und Öl abhängig, sondern in jedem Scheißdreck. Genau. Aber deswegen haben Sie gesagt, okay, jetzt möchte ich Bundespräsident werden, damit ich das ändern kann? Dass ich das auf die Bühne bringe. Das auf die Bühne, okay. Auf die Bühne und zwar ist es mir oft in Wahlkämpfen völlig unerträglich, zuzuhorchen, welche Phrasen da droschen werden, um die es eigentlich nicht geht, wo, wie um einen Kaugummi für Marken geworben werden, die nachher hoffentlich das Kreuzel bei der Präsidentenwahl kriegen. Ja. Mein Anliegen ist, dass da Themen auf die Bühne kommen, um das es geht. Und da ist eins klar, dass unser Lebensstil nicht kompatibel ist mit Mutter Erde. Der sogenannte Welterschöpfungstag war für Österreich heuer schon der 6. April. Das heißt, wir brauchen 4 Erden. Mhm. Und ich bin ja schon alt genug, dass ich mich erinnern kann, dass man mit viel weniger Energie auskommen sein pro Kopf und damals nicht unglücklicher waren. Das Radl hat sich immer schneller trat in einen immer größeren Wahnsinn. Wir machen immer weniger. Aber glauben Sie, dass ein Bundespräsident das stoppen kann? Wir haben ja mit meiner FMA-Geschichte angefangen. Der Bundespräsident selber kann gar nichts stoppen. Aber er hat einen Einfluss auf die Stimmung. So wie die Stimmung in meinem FMA-Match mir viel geholfen hat, weil die Stimmung der Bevölkerung war auf meiner Seite und das hat zu einem neuen Gesetz geführt. Und jetzt glaube ich, dass ein Bundespräsident einen großen Einfluss auf eine Stimmung im Land haben kann. Und da möchte ich Stimmung machen für die, die heute schon das tun, wo wir hin müssen. Ja, es ist ja so, sie waren ja die große Überraschung, weil es hat ja niemand geglaubt, dass sie die notwendigen 6.000 Stimmen zusammenbringen. Da haben ehrlich gesagt wir auch eine Zeit lang ganz schön gebankt, ob sie das ausgehen wird, weil die Mühe,
dass man da aufs Meldeamt geht, dort, wo man hauptgemeldet ist, dann die Unterschrift vor dem Beamten macht, dann das zu uns schickt. Die Mühe ist ja nicht ohne. Und bis dorthin war das auch das teuerste von unserem Wahlkampf, dass nämlich tausende Leute uns die Briefe zugeschickt haben und hunderte haben das eingeschrieben geschickt. Und so gesehen sind da gleich ein paar tausend Euro zusammengekommen, die unsere Unterstützer. Sind die eigentlich aus ganz Österreich gekommen? Nur zur Erklärung, sie sind Waldviertler, sie produzieren die Waldviertler Schuhe. Das ist eine ganz eigene Marke. Oder sind das eigentlich nur Menschen aus dem Waldviertel gewesen? Nein. Das waren Leute von Bregenz bis nach Eisenstadt und bis nach Klagenfurt und oft mit berührenden Aussagen, warum sie sich freuen, dass ich da dabei bin. Ja. Sie haben gerade gesagt, beim Wahlkampf hört man das, was anderes und so weiter. Wie machen Sie eigentlich Wahlkampf, außer dass Sie in Studios auftreten? Im Großen und Ganzen habe ich das obszön gefunden, dass da Millionen eingesetzt werden und die jetzt in der Landschaft herumstehen. Und ich glaube sogar, dass aus wahltechnischen Gründen dem Van der Bellen und den Rosenkranz vielleicht geholfen hätte, wenn sie die Hälfte von ihren Budgets den Armen geschenkt hätten und das vielleicht medial gut vermarktet hätten. So stehen diese Plakate in der Gegend herum. Ohne Zweifel ein Mordsgeschäft. Sie haben ja keine Plakate? Ich habe keine Plakate. Aber was haben Sie dann? Flyer oder schicken Sie oder wie? Wir haben eine Homepage, wir haben ein Newsletter, wir haben... Das heißt aber, Sie haben ein Team, das Sie unterstützt? Wir haben ein kleines Team, das da zusammenarbeitet. Und dann habe ich natürlich schon über meine Firma eine gewisse Bekanntheit und ein Forum, wo man kommunizieren können. Und das machen wir ja nicht erst seit heute, sondern seit 1997 mit dem GR-Album und dem Brennstoff. Und da ist mir immer um das gegangen, dass wir neben der Werbung auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und das, finde ich, machen wir dann gut, wenn wir so Fragen berühren, was tun wir denn da auf der Welt? Hat das, was wir da machen, einen Sinn oder ist es zerstörerisch? Und so quasi die Sinnsuche, das glaube ich, ist ja was jeden Menschen mehr oder weniger beschäftigt. Manchmal gar nicht so sehr in Form von Worten, sondern in Form von Sehnsucht. Jetzt bleiben wir kurz bei der Politik noch. In so einem Wahlkampf werden die Leute immer so in Kasteln gesteckt, eingeschätzt. Da sagt man, okay, es gibt 3, 4 rechte Kandidaten, FPÖ, der Herr Groß und so weiter. Ja. Und bei Ihnen sagt man, Sie sind ein linker Kandidat? Also wie sehen Sie sich selbst? Ich finde diese Kastel alle ein bisschen witzig. Ich war ja schon in so manche Kastel. Ich war schon ein Schurkrebell, ein Finanzrebell, ein Linker, ein Rechter, ein Schwurbler und weiß Gott was. Und ich finde ein bisschen, dass meine Aufgabe ist, Gewissen der Parteien zu sein. Und da habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass es in der ÖVP Leute gibt, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie wissen, dass die ÖVP immer für die Klein- und Mittelbetriebe und die Kleinbauern redet, in Sonntagsreden, aber die Wirklichkeit ist anders. Die Kleinen kommen unter Tradel. Oder ich habe haufenweise Unterstützer und der SPÖ, weil die sagen, sie sind sozial und stehen auf Seiten der Arbeiter. Wir haben in den 70er Jahren bei jeder Demonstration geschrien, hoch die internationale Solidarität, und das haben sie zur Gänze vergessen. Durch die Sklaverei ist durchs Hintertürl wieder reingekommen, weil es in der Welt haufenweise Leute gibt, die zu Sklavenlöhnen für unsere Konsumwelt. Ja. Waren Sie mal bei einer Partei? Ich war nie Parteimitglied, habe aber 1979 in Schwanenstadt eine der ersten Grünparteien Österreichs gegründet, die Partei für Umweltschutz und Menschlichkeit, die PUM. Und wir haben 11 Tage Wahlkampf gemacht.
Da habe ich gut 5% der Stimmen gekriegt und bin Gemeinderat geworden. Und nur ein witziges Detail, ich glaube, es war der einzige Wahlkampf in der Zweiten Republik, der mit einem Guthaben ausgegangen ist. Wir haben nämlich Plakate handkoloriert, haben meine Antrittsrede an Freunde geschickt und dann haben wir alle Rechnungen gezahlt und dann sind nur 40.000 Schilling überblieben. Mhm. Sie haben kurz erwähnt, dass manche zu Ihnen sagen, Sie sind ein Schwurbler. Hat das eigentlich nur mit Corona zu tun oder warum werden Sie so bezeichnet? Naja, das Wort habe ich das Gefühl, das ist ja erst bei Corona entwickelt worden. Ich habe das vorher überhaupt nicht gekannt. Und bei Corona, da hat mich manches gestört und zwar, dass offenbar in vielen Medien der Druck geherrscht hat, es gibt nur eine Wahrheit. Und sobald das auf den Tisch kommt, es gibt nur eine Wahrheit, das hat übrigens der Bischof Krenn in Niederösterreich auch so geglaubt, sobald das auf dem Tisch ist, es gibt nur eine Wahrheit, bin ich ein bisschen skeptisch. Und wie wir merken, gibt es in Österreich zwei Flügel. Und dieser Flügel mit der einen Wahrheit, der hat ja viel zur Spaltung beigetragen, die durch die Familien geht. Und es gibt ganz offensichtlich zwei Gruppen in der Bevölkerung, die einen, die dankbar sind für die Impfung und die anderen, die skeptisch sind. Und ich habe das schöne chinesische Sprichwort kennengelernt, der Zweifel ist das Wartezimmer der Erkenntnis. Und da habe ich das Gefühl, da gehen die Rechthaber ganz und gar nicht gern rein. Und ich möchte aber in kein Land leben, in dem man nicht zweifeln darf. Ja, aber der Zweifel wird für manche auch gesehen als der Nährboden für die Spaltung der Gesellschaft. Weil es hat ja gerade in den letzten zwei Jahren, in der Pandemiezeit, es hat die Demonstrationen gegeben, es hat Konflikte in Familien gegeben und so weiter. Absolut. Wie kann man das überwinden? Durch Toleranz, oder? Nicht so einfach. Du meinst was anderes als ich. Das heißt noch lange nicht, dass wir nicht beieinander sitzen können und miteinander reden können. Ja, aber man muss aber die Leute wieder so weit bringen, dass sie miteinander reden. Horschef. Ja, also das ist schon... Da glaube ich übrigens, dass eine wichtige Wegstrecke vor uns liegt, wo ich auch glaube, dass die Medien eine Verantwortung zu tragen haben. Darf ich nur fragen, sind Sie geimpft? Ich bin gegen alles Mögliche geimpft, von Kinderlähmung, Tetanus und weiß Gott was. Aber Sie meinen Corona. Corona geimpft bin ich nicht, nein. Aber ich bin einmal krank gewesen. Ja. Und das hat manche schwer erwischt. Mich hat's gut erwischt. Ich war ein bisschen krank und habe dank der Quarantäne eine Ruhe bei der Krankheit gehabt, wie ich schon Jahrzehnte nicht mehr gehabt hat. Also mich hat es nicht schwer erwischt und ich habe noch einen Antikörpertest mit einer Pharmazeutin gemacht. Da haben wir ganz brillante Antikörperwerte gehabt und zwar der Paul, mein Geschäftsführer, Kollege und ich. Wir waren beide miteinander krank und wir haben mit einem Dritten gearbeitet, der war geimpft. Und den Geimpften hat es am schlimmsten erwischt, am zweiten schlimmsten in Paul. Und am besten davon gekommen bin ich. Was wollen Sie eigentlich am 9. Oktober überhaupt erreichen? Wann die Leute zur Urne schreiten? Jetzt gerade bin ich mit dem Zug von Wolfhörl nach Wien gefahren. Und ist eine Gruppe eingesteckt, die gesagt hat, super, und wir wollen die und. Und ehrlich gesagt bin ich wahnsinnig gespannt, was da rauskommen wird. Was ich erreichen will, das habe ich schon gesagt. Ich will von dem reden, dass ein Wandel notwendig ist. Ob wir es wollen oder nicht, der Wandel wird kommen. Und da gibt es den Klassensager, Change by Design or by Disaster. Es schaut ganz so aus, als wäre man nur imstand, durch Disaster, durch Katastrophen zu lernen. Mhm. Ich gehöre zu denen, die hoffen, dass man durch Nachdenken, durch Ausprobieren, durch Gestalten einen Wandel mitgestalten können, dass er uns nicht überrollt. Es wird ja höchstwahrscheinlich so sein, dass am 9.
Oktober gewählt wird und dann wird eigentlich wieder das normale Leben zurückkommen, oder? Und dann wird das normale Leben zurückkommen. Ja. Und ich bin erstens einmal in der Firma nach wie vor nennenswert engagiert. Und zweitens einmal, seit Jahrzehnten fühle ich mich als ein lebendiges Mitglied der Zivilgesellschaft. Und da hoffe ich, dass die Zivilgesellschaft in Zukunft eine stärkere Rolle spielt, weil die Politik oft wesentlich hinter dem herhumpelt, was in der Bevölkerung schon längst klar ist. Ich glaube zum Beispiel, dass in der Bevölkerung längst klar ist, dass wir den Wandel gestalten sollen und müssen. Und die Politik, habe ich das Gefühl, weiß nicht, auf was die hoffen, dass wir es endlich angehen. Wie erleben Sie eigentlich, ich meine, Sie sind ein Quereinsteiger in die Politik. Jetzt sehen wir davon ab, dass Sie einmal im Gemeinderat waren. Ich meine, das ist was anderes. Aber wie erleben Sie jetzt diesen Wahlkampf und auch die Diskussionen im ORF, in den verschiedenen Fernsehstudios? Man wird ja herumgereicht, man tritt überall auf, Sie treten auch jetzt hier auf. Wie erleben Sie die Zeit? Auf der einen Seite nur als eine Möglichkeit und eine Chance und auf der anderen Seite auch als ein wilder Strapaz. Und zwar ist kommen Anfragen tsunamiartig daher und neben den Medien, die wir kennen, gibt es unzählige Internetmedien, die das drauf haben, klar zu machen, sie sind die wichtigsten auf der Welt und sie schicken 25 Fragen, die ich bis morgen beantworten soll und so weiter. Und irgendwann ist mir das relativ schnell klar geworden, dem allen gerecht zu werden, ist nicht möglich. Und so gesehen schaue ich, dass ich das halbwegs gelassen hinkriege und dass es mir gelingt, die Themen des Wandels, der Regionalisierung der Wirtschaft, dort müssen wir zurück, das ist viel, viel ökologischer. Als Sie haben ja keinen Pressesprecher, oder? Haben Sie sowas? Also haben Sie jemanden, der das für Sie... Also habe ich nicht. Ja. Hab ich nicht, aber wir sind eine kleine Gruppe, die da zusammenhelfen und wo wir probieren, dass wir in dem Dschungel zurechtkommen. Und ein wichtiges Anliegen ist mir auch die Armen. Ich finde das grauslich, wenn in einer Wohlstandsgesellschaft, die nur dazu wahnsinnig viel wegschmeißt, Überflussgesellschaft, mehr und mehr Arme auf der Strecke bleiben. Und besonders grauslich finde ich es, dass die größte Gruppe der Armen sind die alleinerziehenden Mütter. Und da brauchen wir uns heute schon die Probleme für die nächste Generation. Ja. Okay, wir werden sehen, was der 9. Oktober bringt. Ich habe eine Abschlussfrage noch. Sie haben Auftritte gehabt beim ORF, bei allen anderen Sender und so weiter. Und Ihr Markenzeichen ist die rote Jacke. Was hat es mit der was Besonderes auf sich? Ich habe vor gut 20 Jahren eine Freundin gehabt, die hat gefunden, ich bin soweit ganz okay, aber schrecklich langweilig. Okay. Und dann hat sie mir eine rote Jacke gekauft. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass ich die 20 Jahre auch haben werde. Und beim FMA-Match habe ich es auch schon angehabt. Und da hat meine damals fast 85-jährige Mama gesagt, das ist ja dein Markenzeichen. Okay. Und da denke ich mir, Mama wird schon recht haben. Herr Staudinger, danke für das Gespräch. Also. Und Ihnen danke fürs Zusehen.